Moin, geht gleich los. Stell dich dann weg, ja. Nee, schon live. So, hello, welcome to Clarentunes. First of all, big ups to Kirsty and Corey Call for pulling this off. It's amazing how many great artists gathered together from all around the world to make this happen. Sadly, I have to switch to German now because my book, from which I read now, is also in German. Moin moin, schön, dass ihr alle da seid. Eigentlich wäre ich heute bei der Leipziger Buchmesse gewesen, aber dank Corona, dem alten Arschloch, bin ich jetzt in der Schweiz bei meiner Freundin, was auch schön ist. Die ist übrigens meine einzige Zuschauerin heute, schmiert sich gerade ein Brot in der Küche. Ja, ich bin etwas verdaddelt, ich habe die ganze Nacht im Zug gesessen, durfte von gestern Abend um 8 bis heute Morgen um 10 fünfmal umsteigen, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Ist ja jetzt nach 4, da darf ich auch schon Bier trinken. Für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Buch geschrieben, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, das heißt Auf ein Bier bleibe ich noch. Es handelt von Bars, es handelt von Drinks, es handelt aber vor allem von den Menschen, die ich in den Bars getroffen habe. 20 Stück sind es geworden insgesamt auf der ganzen Welt, von Havanna bis Teheran, von Panama City bis nach Ho Chi Minh Stadt. Und ja, das ist eigentlich so entstanden, dass ich irgendwann auf Reisen eigentlich in Kneipen lande, um anzukommen, um meine Gedanken so ein bisschen zu verarbeiten, um Tagebuch zu schreiben. Und da dann immer wieder oder immer öfter auf super tolle, super interessante Menschen getroffen bin, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Und die Geschichten waren so toll, dass ich die jetzt in einem Buch zusammengesammelt habe, was im Reisedepeschen Verlag erschienen ist. Es fing eigentlich so an, dass Ernest Hemingway gesagt hat, don't bother with churches, government buildings or city squares. If you want to know about a culture, spend a night in its bars. Und das kann ich halt hundertprozentig so unterschreiben. Nirgendwo habe ich die Kultur von dem Land so kennengelernt wie an der Theke. Und das ist ganz besonders in Teheran der Fall gewesen. Und damit fange ich jetzt mal an. Atme bloß nicht aus. Die Sittenwächter fackeln nicht lange. Wenn die dich kriegen, bist du geliefert, sagt Karim, bevor ich mich auf den Weg ins Innere des Imam Khomeini Flughafens mache. Er lacht. Ich lache nicht. Ich habe die Fahne meines Lebens und die gängige Strafe für Alkoholkonsum besteht im Iran aus 40 bis 80 Peitschenhieben. Für Ersttäter. Wiederholungstätern droht sogar der Tod. Ein mürrischer Beamter mit Vollbart sitzt am Schalter der Passkontrolle. Einige Schritte entfernt stehen Polizisten mit Maschinengewehren und blicken wachsam auf die Schlange vor den verschiedenen Schaltern. Bleib cool, rede ich mir ein, während der bärtige Grießkram mich wortlos mit einer Handgeste dazu auffordert, ihm meinen Reisepass zu geben. Dabei schaut er nicht mal von dem kleinen Computerbildschirm auf, vor dem er wie angewurzelt sitzt. Ich versuche nett zu sein und grüße den miesepetrigen Beamten mit einem freundlichen Shalom. Shalom? Fuck! Ich habe das Gefühl, als würde all mein Blut kurz aus meinem Gesicht verschwinden, um danach mit solcher Härte wieder zurückzuschießen, dass ich Angst bekomme, mein Kopf könnte explodieren. In einer außerkörperlichen Erfahrung blicke ich kopfschüttelnd auf mein betrunkenes Ich herunter. Du hast nicht ernsthaft gerade Shalom gesagt, oder? In einem Land, in dem Antisemitismus politisches Dogma ist? Verdammter Idiot. Salam, Salam, sage ich schnell hinterher, so hektisch, dass sich meine Stimme fast überschlägt. Der Beamte am Zollschalter schaut zum ersten Mal von meinem Pass hoch und blickt mich mit eiskaltem Blick durchdringend an. Ich bin am Arsch. 4 Stunden zuvor. Das Café Shiraz ist in den letzten Wochen zu so etwas wie meinem iranischen Zuhause geworden. Den Tipp, dorthin zu gehen, gab mir der Besitzer meines Hotels, dessen einziger Gast ich bin. Meinen letzten Abend im Land hier zu verbringen, stand für mich daher außer Frage. Das winzige Café, was von 3 kleinen Tischen und einem Bücherregal zur Gänze ausgefüllt ist, wird von Karim und seiner Verlobten Nesrin geführt, die mich schon am ersten Abend herzlich aufgenommen und allen anderen Gästen vorgestellt haben. Viel Laufkundschaft gibt es hier nicht, dafür ist ihr Geschäft viel zu abgelegen und versteckt.
Die beiden leben von ihrer Stammkundschaft, denn das Café Shiraz ist Treffpunkt für Nonkonformisten jeglicher Couleur. Berufsquirulanten, Künstler, Religionskritiker und ein Zauberer zählen zu den regelmäßigen Gästen, die sich hier mit Koffein und Diskussionsstoff versorgen. So auch heute. Es ist 2017 und die Präsidentschaftswahl steht ins Haus. Zur Wahl stehen der Amtsinhaber Rouhani, der während der letzten Jahre einige Reformen im Land in Gang gesetzt hat, und dessen erzkonservativer Herausforderer Raisi. Pest oder Cholera, wenn du mich fragst, sagt Hashem. Der bekennende Kommunist saß für seine politischen Überzeugungen bereits einige Jahre im Knast. Seinen Mund hat er sich dadurch nicht verbieten lassen. Also gehst du nicht wählen, fragt Karim. Auf gar keinen Fall. Meine Stimme bekommt keiner dieser beiden Verbrecher, antwortet Hashim bestimmt. Aber wenn Raisi tatsächlich gewinnt, dann wird es doch noch schlechter werden, entgegnet Karim. Wie soll es noch schlechter werden? Guck dich doch mal um. Wir sitzen hier mit einem Deutschen am Tisch und können ihm nicht einmal ein Bier anbieten. Und deine Frau muss sich auf der Straße unter ihrem verdammten Kopftuch verstecken, kontert Hashim wütend. Als wäre dies das Signalwort gewesen, rückt sich Nesrin, die auf Karims Schoß sitzt, ihr Kopftuch zurecht, da sie während des Gesprächs vom Kopf gerutscht ist und nur noch locker um ihren Hals liegt. Sie blickt kurz auf die Straße, doch es ist niemand zu sehen, sodass sie ihr grünes Seidentuch eher alibimäßig auf ihren Dutt legt, während der Großteil ihrer Haare weiter unbedeckt bleibt. Ein bisschen scheint sie damit gegen die repressiven Gesetze ihres Landes zu protestieren. Während Karim und Hashim weiter diskutieren, kommt Ajan, der Zauberer, durch die kleine Tür des Cafés und setzt sich dazu. Vor 2 Tagen habe ich ihn für einen Tag begleitet. Er zeigte mir die Kunstausstellung eines befreundeten Malers. Zwischendurch baut er dann an verschiedenen Stellen in der Stadt einen kleinen, zusammenklappbaren Zauberstand auf, den er mit einigen Kartenspielen, Stäben, Tüchern, Ringen und allem, was man so zum Zauber braucht, in einem Koffer mit sich rumträgt. Die Leute waren jedes Mal begeistert von seinen Tricks. Und auch ich war bei der letzten Zugabe immer noch genau so verblüfft wie bei Arjans erster Vorstellung. Worüber redet ihr? Fragt Arjan. Über die Wahl, sage ich. Mann, nicht schon wieder, antwortet er spürbar genervt. Pass auf, ich zeige euch lieber ein paar Tricks. Währenddessen holt er eine Packung Spielkarten aus seiner Jackentasche, lässt Karten, Geld und andere Gegenstände nach Belieben verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen. Ich sitze die nächste halbe Stunde mit offenem Mund davor. Hexenzeug. In der Zwischenzeit geht Karim zu einem kleinen Regal an der Wand, das so voll mit prall gefüllten Einmachgläsern ist, dass es sich in der Mitte schon leicht durchbiegt. Toshi, eingelegte Zwiebeln, typisch iranisch, die musst du noch probieren, bevor du fährst. Das Glas sieht so aus, als hätte schon seit langem niemand mehr etwas daraus probiert. Auf dem Deckel ist über die Zeit eine harte Kruste aus Bratfett und Staub entstanden. Ein bräunlicher Rand am oberen Rand des Glases verrät mir, dass bis dahin früher mal die Flüssigkeit gestanden haben muss, die mittlerweile verdunstet ist. In der übrigen trüben Brühe treiben einige aufquollene Zwiebelstücke. Angewidert stochere ich mit der Gabel im Glas herum, wodurch ich einiges an undefinierbarem Zeug aufwirbel, das sich auf den Boden abgesetzt hat, bis ich endlich ein Stück Zwiebel erwische. Das schmeckt so verfault, dass sich mein gesamter Mund zusammenzieht und ich das Stück am liebsten wieder ausspucken würde. Aus Höflichkeit tue ich es natürlich nicht und schlucke die Zwiebel stattdessen ohne zu kauen herunter, um die Sache möglichst schnell hinter mich zu bringen. Karin schnappt sich das Glas, fischt etwas mit einer Gabel heraus, probiert ebenfalls einen Bissen und verzieht angewidert das Gesicht. Bah! Wie kannst du das essen? Hallo? Du hast doch gesagt, dass ich das probieren soll, antworte ich empört. Sorry, hör beim nächsten Mal einfach nicht auf mich, grinst Karim. Nesrin lacht und macht mir zum Runterspülen des fauligen Geschmacks einen starken Kaffee. Die kleine Glocke am Eingang klingelt, als die Tür sich öffnet und ein weiterer Gast das kleine Café betritt. Es ist Farin, der Filmemacher, mit dem ich bereits den einen oder anderen Kaffee getrunken habe. Er hat schon einige Arthouse-Filme gedreht, wenn auch nicht mit übermäßigem Erfolg, macht nebenbei Theater und schreibt Drehbücher. Farin schüttelt den Leuten am Tisch der Reihe nach die Hand und setzt sich neben mich. Was? Du verlässt uns schon wieder? Fragt Farin, als ich ihm erzähle, dass heute mein letzter Abend im Iran ist. Ob ich wiederkomme und wie ich es fand, will er wissen. Klar komme ich wieder, erwidere ich und erzähle ihm, wie sehr ich mich in sein Land verliebt habe, in die Menschen, das Essen, die Landschaft. Das ist nicht gelogen. Und was hast du vorher über mein Land gedacht? Ich stocke kurz.
denn ich schäme mich etwas. Über kein anderes Land habe ich so viele Vorurteile gehabt wie über dieses. Ich hatte allerlei Bilder im Kopf. Alte, bärtige Männer, von denen die Geschicke des Landes geleitet werden. Sittenwächter, die mit harter Hand ihre Macht ausspielen. Frauen, die verhüllt und wie Schattenwesen durch die Straßen schleichen. All das habe ich in den letzten Wochen tatsächlich gesehen. Aber eben auch das komplette Gegenteil. Dabei wäre es fast nicht so weit gekommen, denn ich hätte mich beinahe nicht getraut herzufahren. Ich hatte keine Angst vor Terrorismus. Diese Sorgen hatten eher diejenigen, denen ich von meinem Trip in den Iran erzählte. Völliger Humbug, aber die Reaktionen zeigten mir abermals, wie sehr das westliche Bild von Ländern im Mittleren Osten von Stereotypen und Verallgemeinerungen geprägt ist. Und sowieso ist die Gefahr, dass ich mich in Deutschland ein Auto überfährt, wesentlich größer, als dass ich irgendwo Opfer eines Terroranschlags werde. Ich hatte vor allem Respekt vor der Einreise in den Iran und die Sorge, dass man mich schon am Flughafen verhaften könnte, ohne dass ich das Land überhaupt betreten habe. Diese Angst war nicht gänzlich unbegründet, denn die Mitglieder meines Berufsstandes sind im Iran nicht gern gesehen. Journalisten brauchen ein spezielles Visum, das sehr schwer zu bekommen ist. Wenn sie dann einreisen dürfen, befinden sie sich anschließend unter starker Beobachtung. Und die letzten beiden Journalisten, die ohne entsprechendes Visum in den Iran eingereist und aufgeflogen waren, konnten erst nach mehreren Monaten der Verhandlung und durch Mithilfe des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff aus dem Gefängnis befreit werden. Ich wollte auf Nummer sicher gehen und rief vor dem Abflug bei der iranischen Botschaft in Berlin an. Hallo, ich reise in 2 Wochen in den Iran und wollte fragen, ob das auch ohne Journalistenvisum geht. Sind Sie denn Journalist? Ja, dann brauchen Sie ein Journalistenvisum. Aber ich bin ja gar nicht journalistisch tätig, wenn ich im Iran bin. Ich will das Land ja nur als Tourist bereisen, die Kultur kennenlernen, das Essen kosten. Aha, also wenn Sie nicht journalistisch tätig sind, dann bekommen Sie auch kein Journalistenvisum. Ruhig bleiben, Lennart. Ich weiß, deshalb rufe ich ja an. Was wäre denn, wenn ich einfach als Tourist mit einem normalen Touristenvisum einreise? Solange ich nicht journalistisch tätig bin, sollte das doch gehen, oder? Frage ich die Dame am Telefon mit möglichst gefasster Stimme. Das kommt auf die Situation an. Was als journalistische Tätigkeit aufgefasst wird, liegt im Ermessen der Behörden und Beamten vor Ort, antwortete sie und fragte, ob sie mir noch weiterhelfen könnte. Für sie schien alles geklärt, ich allerdings war noch unsicherer als zuvor. Unter dem Strich bedeutet es für mich also, dass, wenn ich an den falschen Beamten geraten würde, quasi alles, was ich mache, gegen mich verwendet werden könnte. Ein normales Gespräch auf der Straße könnte als Interview interpretiert werden, mein Tagebuch als berufliche Aufzeichnung. Die nächsten 2 Wochen bis zum Abflug waren für mich die Hölle. Schlaflose Nächte und ein ständiges Hin und Her zwischen Zweifel und Fuck-Aufhaltung. Mehrmals überwog meine vermeintliche Vernunft und ließ mich die Entscheidung fällen, die Reise einfach abzublasen. Wem hatte ich etwas zu beweisen? Keine Reise war es wert, die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, im Gefängnis zu sitzen. Schon gar nicht im Iran. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich mir einmal geschworen hatte, keinem Erlebnis bereits im Vorfeld die Chance zu nehmen, das Beste meines Lebens zu werden. Was hatte Rio Reiser noch im Song Der Traum ist ausgesagt? Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst. Das ist oft leichter gesagt als getan. Angst ist etwas, das ich nicht einfach abstellen kann. Selbst wenn die Vernunft mir sagt, dass sie unbegründet ist. Wenn ich früher mit meiner Oma zum Schwimmen an die Nordsee gegangen bin, hat sie mir ein Tau um den Bauch gebunden, aus Angst, ich könne von irgendwelchen Strömungen erfasst und auf Nimmerwiedersehen aufs offene Meer gezogen werden. Das stimmt tatsächlich. Ich habe allerdings vergessen zu erwähnen, dass sie mir dabei noch eine Schwimmweste angezogen hat. Also ich habe dann diese orangene Schwimmweste gehabt, sie hat einen 20 Meter Tau, ist mit mir an den Strand gelaufen, hat sich so bis zu den Knien ins Wasser gestellt und dann bin ich so im Halbkreis an diesem Tau lang den Strand und die Nordsee lang geschwommen. True Story. Als ich mit meiner Mutter einmal mit 7 oder 8 Jahren auf dem Jahrmarkt war, mussten die Betreiber des Fahrgeschäfts die wilde Krake das komplette Karussell anhalten, weil meine Mutter dachte, wir würden aus den Sitzen geschleudert werden und den halben Rummel zusammengeschrien hat. Als wir im darauffolgenden Jahr im Disneyland nach Paris gefahren sind, durfte ich in gar kein Fahrgeschäft mehr. Ich war ihr deshalb niemals böse, habe ich doch gesehen, wie sehr sie mit sich kämpfte. Genau wie ich jetzt. Übertriebene Ängste werde auch ich nie abschütteln können. Die Kunst liegt nur darin, sie nicht gewinnen zu lassen. Und das ist ein permanenter Kampf. So auch in der Zeit vor dem Abflug. Zuletzt war da sogar so etwas wie Trotz.
Ich lasse mir doch von ein paar Beamten im Iran nicht diktieren, wo ich hingehen kann und wo nicht. Das Ganze führte so weit, dass ich keine Termine wie Konzerte oder Geburtstage mehr zusagte, die nach meinem Iran-Aufenthalt stattfinden. Ich ging fest davon aus, dass ich sie sowieso nicht wahrnehmen könnte, da ich mich zu dieser Zeit in irgendeiner rattenverseuchten Zelle in Teheran sah. So ging es in meinem Kopf hin und her, bis zum Tag des Abflugs. Von da an schien sich alles zu automatisieren. Ich packte meinen Rucksack, verabschiedete mich von meiner Freundin und fuhr zum Flughafen. Was zum Teufel machst du? Das kann nicht dein Ernst sein, fragte ich mich selbst. Kurze Zeit später saß ich bereits im Flugzeug. Und 7 Stunden später war ich nach einem kurzen Stopover in Istanbul dann auch schon am Flughafen in Teheran. Vor mir ein handgroßer Zettel, mit dem ich mein Visum beantragen sollte. Occupation stand dort an mittlerer Stelle. Ich starrte etwa 10 Minuten auf die gestrichelte Linie daneben und das weiße Feld darüber. Ich bin einfach ein furchtbar schlechter Lügner. Schreib doch einen Rider, schlug mir der Typ vor, neben dem ich auf dem Flug gesessen und ihm von meinem Dilemma erzählt hatte. Sehr gute Idee. Schriftsteller, das kann jeder sein. Ich könnte auch Kochbücher schreiben oder Groschenromane. Und bei der Zeitung mache ich ja auch irgendwie schriftstellerische Arbeit. Ich würde zumindest nicht allzu sehr lügen. Nach etwa 30 Minuten konnte ich meinen Pass mitsamt Visum abholen und war nun offiziell im Iran. Ich war etwas vorsichtiger als auf anderen Reisen. Meine Kamera hatte ich zu Hause gelassen, machte nur gelegentlich Fotos mit meinem Handy. Und wenn jemand fragte, was ich beruflich tun würde, sagte ich, ich sei Student. Im Nachhinein und nach einigen Gesprächen mit Karim und seinen Freunden war dieses Vorgehen wahrscheinlich auch genau richtig gewesen. Man weiß halt nie genau, wem man trauen kann, was sehr traurig ist. Und als Journalist solltest du lieber die Klappe halten. Die sind hier nicht gern gesehen, riet Karim mir an meinem ersten Abend. Ihm und den anderen jedenfalls vertraute ich. Vielen Menschen, die ich auf der Reise traf, zwar auch, aber nur, weil ich mich sicher fühlte, hieß es nicht, dass ich auch sicher war. Abgesehen davon stand mir das Land offen. Und obwohl ich während meiner relativ kurzen Zeit im Iran nur an der Oberfläche kratzen durfte, reichte das Erlebte aus, meine persönliche Sicht auf dieses Land radikal zu verändern. Ich habe Menschen getroffen, die trotz der reaktionären Doktrin des Mullah-Regimes versuchen, ein möglichst normales Leben zu führen, feiern zu gehen, zu daten und sogar zu tindern, wenn auch heimlich. Karims Bruder hatte mir sogar gezeigt, dass nahezu alle Schnaps- und Biersorten unter der Ladentheke bestimmter Geschäfte erhältlich sind. Man muss nur wissen, wo. Mit einer alten Frau in Isfahan unterhielt ich mich übers Kiffen und sie erzählte stolz, dass ihr Haschisch aus eigenem Anbau früher besser war als das aus Afghanistan. Die andere Seite gab es natürlich auch. 2 Medizinstudentinnen aus Kaschan konnten zum Beispiel nicht verstehen, warum ich mir meinen Körper mit Alkohol vergiftete, wie ich ohne schlechtes Gewissen bereits mehr als eine Freundin gehabt haben kann und wie es überhaupt sein kann, dass ich mit 30 Jahren noch keine Frau unter die Haube gebracht habe. Die Reise hat mir bewusst gemacht, wie weit Politik und Gesellschaft voneinander entfernt sein können. Natürlich gab es Menschen mit konservativen Wertevorstellungen. Dennoch habe ich hier überwiegend weltoffene und gastfreundliche Menschen kennengelernt. Und ich traf definitiv nicht mehr Arschlöcher als in anderen Ländern. All das erzählte ich Farin und er hörte mir aufmerksam zu. Als ich fertig bin, nickte er, denkt etwas nach und bittet mich ernst. Lennart, erzähl den Menschen in Deutschland genau das, was du mir gerade beschrieben hast. Beschönige nichts, aber sage ihnen auch, dass sie nicht alles glauben sollen, was man in den Medien hört. Nimm ihnen die Angst. Fordere sie auf, sich selbst ein Bild von meinem Land zu machen. Mache ich, verspreche ich ihm. Farin und die anderen sind ein typisches Beispiel für die Menschen, die ich während meiner Reise kennenlernen durfte. Sie alle lieben ihre Heimat und doch können sie nur hinter verschlossenen Türen ganz sie selbst sein. Sie alle hoffen, dass sich dies eines Tages ändern wird. Die Veränderung liegt in der Luft. Irgendwann kommt es zur Revolution, denn die Menschen lassen sich ihre Freiheit nicht ewig nehmen. Aber keine Angst, es wird keinen Krieg mehr geben. Diese Revolution wird in den Köpfen der Menschen geschehen, sagt Farin. Obwohl ich den Augenblick so weit wie möglich hinauszögere, muss ich mich irgendwann auf den Weg machen, um meinen Flug nach Hause nicht zu verpassen. Karim besteht darauf, dass er und Nesrin mich zum Flughafen fahren und schickt den Rest der Gäste nach Hause. Wir müssen kurz vorher noch zu meinen Eltern. Meine Mutter hat noch was für dich, sagt Karim, während ich mich auf die Rückbank seines Dacias quetsche. Anschließend fährt er durch die Hinterstraßen Teherans, bis wir vor einem kleinen Wohnblock anhalten. Ich bin gleich wieder da, ruft Karim und kommt ein paar Minuten später mit 2 großen Plastiktüten wieder.
die er mir in den Schoß wirft. Liebe Grüße von meiner Mutter, sagt er, während ich etwas verdutzt das Innere der Tüten begutachte. Sie sind bis zum Bersten gefüllt mit Lebensmitteln. Marmelade, Nüsse, Gewürze, Bonbons, Kekse und ein Glas eingemachte Zwiebeln. Mein Onkel lässt auch grüßen, fügt Carmen hinzu und reicht mir eine große Flasche mit einer dunkelroten, trüben Flüssigkeit. Was ist das? Wein, hat mein Onkel selbst gemacht. Was Besseres findest du hier nicht, erklärt er und fordert mich auf zu probieren. Schon als ich den Deckel der Flasche öffne, kommt mir ein faulig sprittiger Geruch entgegen. Der Wein schmeckt noch schlechter, als er riecht. Wie eine Mischung aus gegorenem Traubensaft und Benzin. Ich will gar nicht wissen, wie hoch der Alkoholgehalt ist. Gebe die Flasche an Karim wieder weiter zurück, der einen kräftigen Schluck nimmt und den Wein an mich zurückgibt. Dieses Spiel wiederholen wir für die nächste Dreiviertelstunde, während wir durch die iranische Dunkelheit rauschen. Das Radio ist voll aufgedreht und entlässt knarzig scheppernde persische Musik durch die weit geöffneten Autofenster in die laue Nacht. Ich werde die beiden echt vermissen. Am liebsten würde ich Karim bitten, nochmal umzudrehen, als wir auf der Ausfahrt zum Flughafen nähern. Karim hält vor dem Eingang, wenn ich den letzten Schluck aus der Flasche nehme. Keine Ahnung, wie Karim noch Auto fahren kann. Ich hänge komplett in den Seilen. Wir verabschieden uns. Ich umarme meine beiden Freunde nochmal herzlich, muss ihnen versprechen, dass ich schnellstmöglich wieder nach Teheran zurückkehre und laufe mit leichter Schlagseite zum Flughafen. Nicht ausatmen, ruft er mir noch einmal hinterher. Zurück zum Anfang. Ich grinse den Beamten verkniffen an, während er weiterhin keinen Gesichtsmuskel verzieht. Was haben Sie im Iran gemacht? Fragt er durchdringend. Reisen, das schönste Land, in dem ich je war. Seine Miene wird etwas freundlicher. Wirklich? Perfekt. Im Notfall immer an den Patriotismus der Menschen appellieren. Auf jeden Fall. Die Kultur, die Architektur und das Essen. Mein Gott, das Essen. Ja, das Essen ist schon großartig. Der Mann hinter mir wird langsam ungeduldig und sagt zu dem Beamten etwas auf Farsi, worauf dieser sich zum ersten Mal kurz von seinem Sitz erhebt und den Mann hinter mir wütend anschreit, bevor er sich wieder mir zuwendet. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Wo hat es Ihnen denn am besten gefallen? Uff, da gibt's so viele Dinge. Kaschan hat mir ganz gut gefallen. Seine Stimmung steigt noch weiter. Wie der Zufall es will, kommt seine Frau aus der Nähe von Kaschan. Oh Gott, ich weiß nicht, wie lange ich mich noch zusammenreißen kann. Ich versuche, beim Sprechen möglichst die Luft anzuhalten und in den Pausen durch die Nase auszuatmen, während ich mich mit einer Hand an der Kante des Tresens festkralle. Bitte frag mich nicht, was ich beruflich mache. Ich kann ohnehin schlecht lügen, am allerwenigsten, wenn ich betrunken bin. Als besoffener Journalist würden sie mich wahrscheinlich direkt am Flughafen erschießen. Der iranische Grenzbeamte gibt mir endlich meinen Reisepass zurück, wünscht mir einen guten Heimflug und dass ich hoffentlich bald wieder in den Iran komme. Ich lächle ihm noch einmal möglichst freundlich zu und verschwinde so schnell ich kann aus seinem Sicht- und Geruchsfeld. Ich will ins Flugzeug, um meinen Rausch auszuschlafen. Vorher meldet sich allerdings mein Magen. In den Tiefen meiner Taschen entdecke ich zwischen abgelaufenen Busfahrscheinen, Flyern, Visitenkarten und anderem Kram tatsächlich noch einen zerknitterten Schein. Wo mein Geld geblieben ist? Ich war etwas schlecht vorbereitet. Unter anderem wurde ich über die Tatsache, dass der Iran nicht an das weltweite Bankennetz angeschlossen ist, meine Scheckkarten und Kreditkarten also völlig nutzlos sind, erst im Flugzeug von meinem iranischen Sitznachbarn aufgeklärt. Ich musste also den gesamten Urlaub mit dem Bargeld auskommen, das ich für den Notfall und die ersten paar Tage mitgenommen hatte. Bis auf den letzten Rial, ungefähr 0,000026 Euro, habe ich alles ausgerechnet, um nicht zu hungern und einigermaßen heil am Flughafen anzukommen. Es hat gepasst. Gerade so. Ein Schokoriegel zur Stärkung für die letzte halbe Stunde vor Abflug ist noch drin. Meine Wahl fällt auf den iranischen Abklatsch eines Snickers. Ich beiße hinein und denke noch einmal an die letzten Tage in diesem liebevollen wie harten, anziehenden wie abschreckenden, diesem absolut verrückten Land zurück und daran, dass ich kurz davor war, aus Angst auf all das zu verzichten und weiter mit meinen Vorurteilen zu leben. Ich kramme meinen Geldbeutel heraus. Darin befindet sich zwar kein Geld mehr, dafür aber ein kleiner Zettel, auf den ein Kalligraf, den ich in einer kleinen Ortschaft nahe der Maranjab-Wüste kennengelernt habe, einen Spruch auf Persisch für mich aufgeschrieben hat.
Bar Tarzan Galabe Kun steht dort mit breiter Feder in schwungvollen Buchstaben geschrieben. Besiege deine Angst. Ja, das war es eigentlich schon. Großartige Idee dieses Festival, das kann ich nicht oft genug sagen. Gleich spielt Austin Lucas. Geht mal auf jeden Fall auf seine Seite und checkt den aus. Der ist der absolute Knaller. Und verpasst das bitte nicht. Es sind echt super viele tolle Menschen, die hier was Großartiges zusammen abziehen. Und die zeigen, dass Kultur auch funktionieren kann in Zeiten von Corona. Wenn alle an einem Strang ziehen. Wenn ihr helfen wollt, dann bewahrt Ruhe. Wenn ihr irgendwelche Tickets habt für irgendwelche Konzerte, die jetzt ausfallen oder verschoben werden und ihr könnt euch das leisten, dann rennt nicht sofort hin und, versucht nicht direkt euer Geld wieder zu kriegen. Das würde den Kunstschaffenden enorm helfen, aber wie gesagt, nur wer es kann. Ansonsten spendet an Ärzte ohne Grenzen, die machen auch herausragende Arbeit in Zeiten wie diesen, bei Menschen, die es wirklich gebrauchen können. Naja, was ich eigentlich sagen wollte mit diesem Buch ist, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt in Panama, in Teheran oder in Putemuckel ist, dass eigentlich jeder eine Geschichte zu erzählen hat, wenn man bereit ist zuzuhören. Und in diesem Sinne, Prost, stay safe, ich habe euch lieb und ich mache auf jeden Fall nochmal so eine Online-Lesung, weil dazu braucht man noch nicht mal eine Hose anziehen. Das ist super. Ciao, ciao.